Testing, Testing, 1, 2, 3. Ich habe gerade meinen Lieblings-YouTuber nachgemacht und darüber wird es heute gehen. Sachen, die ich auf YouTube gucke und Sachen, die ich auf YouTube nicht ganz so cool finde. Wir sind hier in Safronia City und wollen uns einmal das Kampf-Dojo anschauen. So heißt es doch, oder? Karate-Dojo, genauer gesagt. Okay, wir schauen einfach mal rein und ich bin sehr gespannt, ob wir das schon jetzt abschließen können. Okay, das sieht etwas leer aus. Was für leer hier? Tag auch! Der Karatemeister unseres ehrenwerten Dojos ist gerade nicht hier, weil er erneut auf eine Trainingsreise in eine der Höhlen von Johto aufgebrochen ist. Tja, schade, dann können wir jetzt noch nicht das Kampf-Dojo abschließen, aber dann können wir uns direkt um die Arena kümmern, würde ich mal sagen. Das Pokémon of the Day heute ist Quapuzzi, finde ich sehr cool. Da steht das helle Blau dem Shiny auch wirklich sehr, eher als ein dunkles Grün, das muss ich dann doch zugeben. So, was sagt er? Hey, du zukünftiger Champ. Einem Trainer deines Kalibers brauche ich sicher nicht erklären, wie man mit Psycho-Pokémon umgeht, nicht wahr? Ich erwarte Großes von dir. Alles klar, nö, brauchst du nicht. Das schaffen wir wohl auch so. So, die Omi hier. Psycho-Pokémon sind natürlich vor allem gegen ein Pokémon schwach. Nämlich Gaia, unser Unlicht-Pokémon. Psycho-Attacken haben keine Wirkung auf Unlicht und Unlicht ist sehr effektiv gegen Psycho. Das Problem ist, Gaia ist schon 8 Level höher als Flamie. Und 12 Level höher als Miss Polly. Und wenn ich ihn jetzt benutze für diese Arena, dann ist er locker 16 Level höher als Miss Polly. Und, 18 Level meine ich dann. 3 Level kriegt er bestimmt dazu, wenn er hier alles platt macht. Und das wäre ein bisschen, naja, unausgeglichen. Deswegen versuche ich erstmal mit Flamie ein bisschen Schaden anzurichten. Es ist halt dann normal effektiv auf beiden Seiten. Und wir schauen mal, wie gut das funktioniert. So, also Omi, komm her. Ich spüre, wie die Kraft all derer, die du besiegt hast, in meinem Körper strömt. In ihrem? Nein, in meinem Körper herumströmt. So ist das. Was ich auf YouTube gerne schaue, sind vor allem englische YouTuber. Also ich gucke selbst keine Let's Plays oder so. Da habe ich ein bisschen zu wenig Zeit zu. Ich spiele die Spiele dann lieber selber. Manche gucken ja Let's Plays, anstatt die Spiele zu spielen. Das geht bei manchen Spielen ganz gut, bei anderen eher nicht. Und ich bin eher der Typ, der die Spiele selber spielen möchte, anstatt die Let's Plays zu gucken. Ich weiß nicht. So Pokémon-Spiele oder so, da muss der Typ, der die Pokémon-Spiele spielt, schon sehr gut sein, damit ich daran Spaß habe. Aber dann ist es auch fast egal, was für Videos man guckt, wenn der Typ lustig ist, der das Let's Playt. Zum Beispiel Gronkh, da kann ich mir Minecraft angucken, obwohl ich Minecraft viel lieber selber spielen würde. So. Egal, der YouTuber, den ich meine, der immer Testing, Testing, 1, 2, 3 schreit, heißt Zwebeck und macht Fußball, also FIFA-Videos. Oh Gott, Typ, nur kommt jetzt, was machen wir? Wir kämpfen weiter. Ist ein bisschen eine aufgedrehte Socke, schneidet seine Videos sehr viel, hat also quasi so Highlight-Videos immer, aber, oh, was hat er gemacht? Er hat irgendwas mit meinem Flammenwurf gemacht, ist jetzt mal Flammenrad ein. Ah, auf jeden Fall ist das einer meiner Lieblings-YouTuber. Der bringt jeden Tag ein Video raus und macht das als Vollzeitjob. Ist schon nicht schlecht, was der an Content bringt. Sonst schaue ich ganz gerne GameStar, weil die noch gute Videos machen. Und die ist ja auch als, heißt das, als Redaktion, als Zeitung, als Zeitschrift eben schätze. Und was schaue ich noch? Tja, so ganz regelmäßig auf YouTube. Die Honest Trailers natürlich. Honest Trailer sind diese, kennt ihr bestimmt auch, Trailer zu Kinofilmen und dann eben so ein bisschen, sie zeigen schon, was im Film passiert, aber halt auf eine sehr lustige und ironische Art und Weise. Das heißt, sie nehmen den Film auch immer so ein bisschen auf den Korn und zeigen so Logiklücken eben auf und ja, das macht aber schon Laune, weil sie trotzdem noch den Film reviewen und halt schon ein richtiges Urteil darüber sprechen, aber jeden Film quasi so ein bisschen durch den Kakao ziehen und das macht, ja, das ist eine gute Serie. Unterhaltsam auf jeden Fall. Was soll ich sonst noch so? Jetzt wird's schwierig, was zu finden. Oh man, das macht Schaden. Okay, geht. Ja, Hypno ist ein starker Gegner. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur gedrückt, während ich hypnotisiert und geschlafen. Also während ich geschlafen habe eben durch die Hypnose. Und ich hoffe mal einfach, dass wir jetzt, wir sind auf jeden Fall schneller, dass wir jetzt einfach mit dem Flammenwurf durchkommen und ja genau, kein Top-Trank oder sowas kommt oder eine Top-Genesung oder so. Das ist schon ganz gut.
um nochmal auf Quapuzzi zu sprechen, um nochmal auf Quapuzzi zurückzukommen oder um nochmal über Quapuzzi zu sprechen, habe ich gerade vermixt wieder. Das passiert mir öfter mal, dass ich zwei Sätze, die mir im Kopf herumschwirren, zusammenmixe. Quapuzzi hatte ich damals auch als Karte und ich fand sie super cool. Das stand irgendwie in so einem... Der Hintergrund war so weiß, also ich dachte mal, das wäre Eis eben. Ich weiß nicht mehr, was genau es war. Es könnte Eis gewesen sein. So, hier ist noch ein Gegner. Da muss ich aber Flame entweder austauschen oder aufladen. Ich tausche mal aus. Das Karate-Dojo nebenan war früher die Pokémon-Arena der Stadt. Aha. Aber ich weiß, dass es in Pokémon Gelb auch schon das Karate-Dojo gab, oder? Da hat man sich doch... Hitmonchan oder Hitmonlee oder... Nee, wie heißen sie? Kickli oder Hitmonchan, genau. Geholt. Also, wie heißen sie denn da? Nokchan. Kickli. Ich glaube, ich habe gerade die Namen im Englischen so ein bisschen durcheinander gemixt, aber Kickli und Nokchan heißen sie im Deutschen. Das ist auch das einzige Wichtige. Ich habe die Spiele immer auf Deutsch gespielt und ich bin auch niemand, der jetzt sagt, oh, die Spiele auf Englisch alles viel besser und sowas. Finde ich auch bei Serien. Deutsche Serien sind wirklich immer sehr gut synchronisiert und sehr gut vertont. Ich finde das überhaupt nicht, dass man sich über die Synchronisation der deutschen Serien irgendwie aufregen müsste. Und wie manche, ja, ich gucke die Serie nur im Englischen. Es geht so viel bei der Übersetzung ins Deutsche verloren. Nee, geht's nicht. Es gibt manche Sätze, die dann halt wortwörtlich übersetzt werden, aber das ist meistens überhaupt nicht schlimm. Da, das sind dann so kleine, wo man halt sagt, ja gut, das ist halt wortwörtlich übersetzt und nicht sinngemäß übersetzt, aber es ist nichts, was Logiklücken aufweisen würde. Und die meisten Synchronisationen sind schon wirklich audiotechnisch sehr, sehr gut und für eine Übersetzung her eigentlich auch immer so, dass man das Problem beschauen kann. Ich habe hier gerade einen Fehler gemacht, Owei ist, glaube ich, kein Pflanzentyp, oder? Oder schon? Doch, ist es schon. Ich dachte, Owei wäre nur Psycho und dann wäre Kokowei Pflanze Psycho, weil es ja dann die Blätter auf dem Kopf hat. Und das ist ja auch bei ein paar anderen Pokémon so, dass sie erst mit der Entwicklung den zweiten Typ dazu gewinnen. Aber Owei hat schon in der Grundstufe anscheinend Pflanze, sonst wäre der Flammenwurf ja nicht effektiv gewesen. Ich finde Owei sowieso ziemlich lustig. Auch Owei hatte ich damals als Pokémon-Karte. Ich hatte damals sowieso relativ viele Pokémon-Karten, aber wusste immer nicht, wie man das Spiel spielt. Tja, ich glaube, das ging mehreren so, oder? Ging euch das auch so? Hattet ihr auch immer so viele Pokémon-Karten, aber wusstet einfach nicht, was man damit machen soll? Also, ich habe sie getauscht, ich habe sie gesammelt und fand das cool. Ich wusste schon, was ich damit machen soll, aber ich wusste nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich habe das damals mal so versucht, wie Yu-Gi-Oh! Eben zu spielen, aber das hat nicht so wirklich hingehauen. Yu-Gi-Oh! Konnte ich damals, also kann ich auch heute noch, aber habe ich damals halt einfach gespielt. Und dann habe ich mal versucht, Pokémon zu spielen, aber irgendwie ging das nicht ganz. Und dann habe ich das vor 3-4 Jahren mit einem Kumpel mal mir durchgelesen, die Regeln. Und Pokémon ist jetzt wirklich kein schwieriges Kartenspiel oder so. Es war nun damals einfach so, dass wir es viel weniger gespielt haben, als eben gesammelt haben. Viele haben es einfach gesammelt, darunter eben auch ich. Und dann war gut. Und Yu-Gi-Oh! Hat man nicht nur gesammelt, weil man halt zu den Monstern weniger Verbindung hatte. Man hat sie halt nur durch das Kartenspiel gekannt. Und die Pokémon-Monster kannte man halt durch die Serie, durch die Pokémon-Spiele und dann hatte man die Karten dazu und das war cool. Aber Yu-Gi-Oh!-Karten, ich glaube, nur zum Sammeln haben sie weniger Reiz als Pokémon-Karten. Zum Spielen haben sie allerdings deutlich mehr Reiz als Pokémon-Karten, da Yu-Gi-Oh! Deutlich komplexer ist als Pokémon. Man muss schon sagen, das Pokémon-Sammelkartenspiel, das kann man gut spielen, aber bei Yu-Gi-Oh! Hat man deutlich mehr Taktik und Möglichkeiten dahinter. Als bei Pokémon, das auf jeden Fall. Aber ich habe mir dann auch das Spiel gekauft, hier das Trading Card Game. Steckt, glaube ich, sogar gerade in meinem Game Boy Advance SP. Da steckt es gerade noch drin, also ich habe es ein bisschen gespielt. Das ist sowieso der coolste Game Boy Advance. Das war der, mit dem ich angefangen habe zu spielen damals. Meine erste eigene Konsole. Da war ich 10 Jahre alt, wow. Also einige meiner Freunde hatten schon mit 6 oder so ein Gameboy und ich wollte immer, aber meine Mutter hat gesagt, ne, ist nicht so gut, ist nicht, nö. Oh Mensch, wir sind schon bei der Arena-Leiterin. Ich habe gerade gar nicht so darauf geachtet, wo ich eigentlich lang gegangen bin. Ich bin einfach so ein bisschen nach links und rechts so gegangen. Wir werden einmal aufladen. Hier, Flamey, zack. Und dann sind wir alle schon auf Level, ne, wie soll ich sagen, auf Full KP.
Was machen wir denn jetzt? Flammy auf 1. Und wir schauen dann mal, wie es ausgeht. Und dann haben wir eben... Ups. Ja, ich wusste, dass du kommst. Ich hatte schon vor 3 Jahren eine Vision, die mir deine Ankunft ankündigte. Visionen, die mir deine Ankunft... Ah, nee. Oh, das habe ich gerade doppelt gelesen. Du hast es auf meinen Orden abgesehen. Kämpfe bereiten mir nur wenig Freude. Aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen einen Orden zu überreichen, die sich als würdig erweisen. Wenn es also dein Wunsch ist, dann werde ich dir meine Psychokräfte zeigen. Jetzt habe ich schon wieder den Satz, den ich eben angefangen habe, nicht zu Ende sprechen können, weil ich ihn vergessen habe. So. Psyana als erstes. Reines Psycho-Pokémon auf Angriff ausgelegt. Warte mal. Da muss ich mal schauen. 95 Stärke, 60 Stärke. Eieiei. Nee, wir gehen mal auf Flammenwurf. Wir haben sogar noch mehr Spezialangriff als normalen Angriff. Wir müssen auf Flammenwurf gehen. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Erstmal stärkt Psyana die Verteidigung, die eigene. Okay. Damit können wir aber leben. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das trotzdem reinhaut. Obwohl 5 Level Unterschied dann auch noch. Aber da. Also dafür. Okay, ein Falltreffer. Gut. Das hätte mich auch sonst gewundert. Jetzt kommt eine Top-Genesung, das kann ich euch schon mal sagen, ja. Das ist auch nicht so überraschend jetzt. Aber wir schauen mal, ob wir jetzt nachsetzen können. Das sollte jetzt dann etwas weniger als die Hälfte machen. Und dann wäre es gleich nochmal mit dem Flammenwurf versucht. Oh. So wenig. Ich versuch mal das Flammenrad, okay? Mach nochmal Gedanken gut. Nee, das ist nicht gut. Spezialangriff und Spezialverteidigung steigen. Ja. Ich weiß nicht, ob es reicht, aber ich versuche es jetzt. Und das dürfte uns ordentlich zusetzen. Also da. Ja. Da können wir auch von down gehen. Genau, wollte ich gerade sagen. Und so kam es dann auch. Dann kommt jetzt Gaia, weil ich so einem starken Psyana momentan nicht so viel entgegenzusetzen habe und ich davon ausgegangen bin, dass es auch für Sparkles ziemlich schwer geworden wäre. Aber es steppt natürlich nicht und ist nicht effektiv. Okay. Ich habe gerade... Okay. Ich habe gerade einen kleinen Typenwechsel Gedankenfehler gehabt. Ich dachte, Geist wäre effektiv gegen... Unlicht, aber ist nicht. Da komme ich sowieso manchmal durcheinander, so bei Geist und Licht. Ja. Simsala. Nee, wir kämpfen weiter. Noch ein Knirscher hier mitten ins Gesicht. Reflektor, ja, sollte jetzt nicht so viel ausrichten. Also erhöht zwar die Verteidigung, aber ich denke, Gaia. Ja, haut da ordentlich rein. Eine Citrobeere, oder was kommt jetzt? Ja, so sieht's aus. Heißt allerdings, es kommt keine Top-Genesung jetzt. Und wir haben in der nächsten Runde gewonnen. Und deshalb, ja, jetzt kommt eine Pflanzenattacke, die ist effektiv gegen uns, aber es sollte nicht so viel Damage machen. Also es macht schon Damage, aber... Also hat schon nicht zu wenig Damage gemacht. Kann man schon nicht verleugnen hier. Kann man nicht leugnen. So. Miss Polly ist aber besiegt. Miss Polly hat ein Level-Up gewonnen, würde ich sagen. Und hat Ruheort als Attacke hinzugewonnen, aber das erlernen wir nicht, nö. Nicht lernen, yep. So, was kommt jetzt? Letztes Pokémon? Pantymos. Pantymos machen wir auch noch fertig. Ich habe mich übrigens geirrt. Gaia... Okay, wir haben Gaia jetzt ja auch nur im Bosskampf kämpfen lassen, aber so wie es aussieht, steigt es nicht mal ein Level auf, also bleibt der Levelunterschied ungefähr gleich. Ich möchte aber jetzt schon ein bisschen in die anderen Pokémon rein investieren, damit wir ein ungefähr ausgeglichenes Team haben. Sonst kommt Miss Polly nicht hinterher und Gaia ist immer vorne weg und dann können wir Miss Polly gar nicht mehr einsetzen. Einfach weil der Levelunterschied zu groß ist und wir die ganze Zeit nur hinterherhinken und Miss Polly auch nicht stärker wird, weil es ja nicht gegen Pokémon kämpft, sondern nur durch einen EP-Teiler die Erfahrungspunkte bekommt, wodurch die Pokémon ja weniger
Stats bekommen. Und deshalb möchte ich am besten oder am liebsten jetzt eigentlich relativ schnell wieder Miss Polly nach vorne setzen und es dann auch benutzen im Kämpfen, damit sie ein bisschen im Level aufsteigt. Diese Stärke in meiner Vision war so viel schwächlicher. Na, scheinbar kann ich nicht einmal die Zukunft vollständig vorhersehen. Aber gut, hier ist das. Hier, das ist der Sumpforden. Du hast ihn dir verdient. Oh yeah, jetzt behält den Sumpforden. Und jetzt? Dass du so stark sein würdest, das konnte ich nicht vorhersehen. Das bedeutet, dass deine Stärke meine übernatürlichen Kräfte weit übertrifft. Hier, bei dieser TM... Nee, diese TM ist bei dir besser aufgehoben. Ist es Gedankengut? Wertewechsel, ah, okay. Meistens sind es ja Attacken, die eingesetzt haben, die Arenaleiter. Und da Psyana relativ oft Gedankengut eingesetzt hat, habe ich gedacht, vielleicht wäre es Gedankengut. So, aber das heißt, wir sind fertig mit der Arena. Das ist ja mal sehr schön. Oh, ein Netter ruft uns an. Nö, da gehen wir nicht ran. Hier ist ein Pokémarkt. Wir können noch mal schauen, was wir... Oh Mensch, guck mal. Einen schönen Tag, du musst Jasper sein. Okay, unsere Mutter hat uns ja ein paar Sachen geschickt. Einen Walschal. Und noch was? Ja, noch was. Eine Barbiri-Beere. Alles klar. Noch was? Ja, noch was. Und zwar eine Koba-Beere. Noch was? Ja, noch was. Und zwar ein Muskelwand. So, wir labern ihn jetzt einfach mal voll, bis wir alles haben, was uns unsere Mutter zugeschickt hat. Noch etwas. Wir haben schon anscheinend öfter eine Quetzalbeere. Also wir haben schon öfter oder länger den nicht angesprochen, beziehungsweise waren nicht in Pokémärkten, weil wir ausreichend mit Bällen und Tränken versorgt waren. Aber ich kaufe mir erstmal noch ein paar Hyperbälle. Da haben wir erst 8. Da kaufen wir mal 22 Stück. Dann haben wir 30. Pokebälle mag ich ja am liebsten, da kaufe ich nochmal 4 von. Also eigentlich, ich habe ja mein Team, ich bin ja nicht darauf gegangen, dass ich mein Pokédex vervollständigen will in diesem Durchlauf. Weshalb es jetzt natürlich so ist, dass ich für Ho-Oh den Meisterball benutzt habe und mein komplettes Team vollständig habe und deswegen eigentlich gar nicht mehr so viele, na wie heißt es, Bälle brauche. Guck mal, hier sogar noch 60 Beleber, also da sind wir wirklich sehr gut ausgerüstet. Brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass uns da irgendwas... Nee, komm hier, 60 reichen. Irgendwas in die Quere kommt. Und jetzt, wo ich, wie heißt der denn? Das Nidoking, wie haben wir es genannt? Spike. Jetzt, wo Spike uns hinterher rennt, merke ich halt auch, ja, Spike müsste auch mal wieder trainiert werden. Ich habe den gut trainieren können vor der Pokéliga. Aber, ja, ich muss den jetzt auch ein bisschen einsetzen. Ich glaube, wir haben den ein bisschen wenig eingesetzt. Wir laden also einmal auf. Und wohin es in der nächsten Folge geht, beziehungsweise was wir in der nächsten Folge machen und erreichen wollen, das seht ihr in der nächsten Folge. Das verrate ich jetzt noch nicht. Nein. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Das war Folge 61. Ich hoffe, es war Folge 61. Könnte sehr gut sein. Ja, es war Folge 61. Und die nächste Folge gibt es dann am Dienstag wieder. Also, schaltet ein und bis dann. Ciao.